abgeklappt. Ich überlege, also ich weiß doch so ungefähr, was für Räumlichkeiten dann in der großen Halle hinter dem Gemälde kommen. Das ist ja der Raum, den wir eigentlich praktisch erreichen wollen. Da geht es so ein bisschen in Richtung Verlies und ja, Experimentierbereich. Den fand ich eigentlich ziemlich cool, auch wenn da Gegner kommen, die ein bisschen nervig sind. Die Affen. Ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass es Affen gibt. Ausnahme vielleicht Resident Evil Outbreak 2, da ist man ja im Zoo unterwegs. Das könnte auch sein, dass es da auch noch Affen gibt, das weiß ich nicht mehr genau. Ich habe das nur einmal gespielt, das reicht mir auch. Hinter dieser Tür ist die Tür mit dem Wasserwappen. Die können wir aktuell noch nicht öffnen. Aber hier haben wir jetzt gleich die erste Tür mit dieser Uhr. Und da wollen wir mal gucken, was da drin ist in dem Raum. So, hier lang. Okay, bin gespannt. Sesam, öffne dich. Bitte keine gefährlichen Gegner. Und? Ich höre Geschlurfe. Geschlurfe sollten wir vielleicht mit der Pistole erledigen. War schon richtig. Ja. So. Na komm. Das sind mir zu viele, ehrlich gesagt. Ja, das ist scheiße. Okay, dann komm her. Ach komm! Ich konnte mich gar nicht so schnell drehen. Das war jetzt wieder scheiße, war das. Ich muss jetzt warten, bis der wieder aufgestanden ist. Habe ich jetzt total umsonst die ganze Munition reingeballert. Komm her. Beweg dich. So, Ruhe. Okay. Erstmal was lesen. Ein Gedicht, guck mal an. Der Mond beugt sich der Erde, die Erde ist der Sonne treu und das allmächtige Gesetz der Sonne regiert alles. Ah ja, dies ist der Schlüssel, der Weg zum Ruhm. Alle unsere Hände können die Tür zum Himmel nicht öffnen. Das hat einen Grund, das Gedicht, ja, ja. Hm, ich kann mich dran erinnern. Da hinten ist nochmal Gewehrmuni, das kommt mir sehr zu Pass. Sehr schön. Ich bin auch auf okay. Ich bin auf Vorsicht, war klar. Kombinieren. Ich pack mal. Ja, eigentlich könnte ich die mal eben austauschen. So. Ist ganz gut, wenn man so einen Gepäckträger mal bei sich hat. Was liegt da? Noch ein Mikrofilm. Ja, toll. Okay, zweiter Mikrofilm. Aha. Das ist ja mal eine geile Kameraperspektive. Da kommt man uns durch das Fenster gerade erkennen. Durchs Fenster sehen sie einen stockfinsteren Wald. Sagst du irgendwas zum Kamin? Scheinbar wurde dieses Feuer erst vor kurzem angezündet. Bucher liegen auf dem Boden herum. Das ist ja Wucher. Mehr ist sie gar nicht, ne? Durchs Fenster sehen sie einen stockfinsteren Wald. Mehr ist in diesem Raum gar nicht. Also ein leerer Bilderrahmen. Das Bild wurde wohl herausgenommen, das ist richtig. Ja, okay, das war's. Ein Dokument und einmal Patronen. Hm, na gut. Da bleibt uns ja nichts anderes übrig, als in die andere Tür nochmal reinzugucken. Das ist die Frage. Billy ist ja eh vollgepackt. Gehe ich da jetzt alleine hin? Ich glaube, ich gehe da mal alleine hin. Weil wir ja eh ziemlich vollbepackt sind. Und dann lege ich... Ja, entweder lege ich die Mikrofilme ab. Das ist jetzt die Frage, ne? Warte mal, Billy. Jetzt müssen wir überlegen. Kann ich die wahrscheinlich nicht kombinieren, ne? Müssen wir eben ausprobieren. Ne, die kann ich nicht kombinieren. Ja gut, dann kriegst du jetzt einen. Den tauschen wir auch aus. So, und die legen wir mal ab. Oder? Leg ich die ab? Leg die mal eben ab. Ich kann sie ja gleich wiederholen. Du bleibst bei mir hier. Okay. So. Weil ich kann halt, wie gesagt, schneller durchlaufen. Da verheddert sich er sonst bei diesem scheiß Gegner und verliert unnötig Energie. Okay. Ich hoffe, dass ich da heil durchkomme.
Ich möchte jetzt ungern sterben. Ehrlich? Nein! Ah. Verdammt, genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Mist, ich hoffe, ich finde jetzt hier irgendwie ein Kraut oder so. Billy hat noch eine Krautmischung bei sich, ne? Oder ich? Weiß ich gar nicht. Hab ich? Ich bin doch auf Vorsicht, okay. Na, ich brauch die Mikrofilme hier, ich dreh durch. Wo sind sie denn alle? Okay. Das war schlecht. Okay, aber jetzt kann ich wenigstens das kombinieren. Jetzt muss ich extra nochmal zurück und die Mikrofilme holen, ich glaub's nicht. Oder ist hier noch mehr in dem Raum? Ja, ein bisschen Pistolenmunition. Okay. Nehmen wir mit, ist klar. Ich habe extra die Mikrofilme weggelassen, ne? Oder ich hol Billy hierher. Das ist auch Quatsch, ne? Du hast noch Energie bei dir. Ich versuch's jetzt, komm. Machen wir das so rum. Ist wahrscheinlich eine blöde Idee. Und eventuell laufe ich dann auch gleich wieder getrennt hier raus. Mal gucken. Aber so ist besser. Also Billy hat halt mehr Energie. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt größer, dass er hier besser durchkommt. Genau. So. Jetzt hat Billy auch, glaube ich, zum ersten Mal diese Gegner gesehen. Ich bin ja immer mit Rebecca, glaube ich, an denen vorbeigelatscht. So, ich gebe jetzt mal meine Energie an Rebecca weiter. Wo steht sie? Rebecca? Is that you, Rebecca? So, die gebe ich jetzt die Energie. So, und dann kannst du mir die Pistolenpatronen geben. Die brauchst du ja nicht. Tada! So, und Billy kann jetzt die Mikrofilme. Come on. Okay. Da einsetzen. Und dann gucken wir mal, was es hier für schöne, tolle Sachen gibt. Gucken wir uns erstmal Mikrofilm A an, ne? Der Reihenfolge nach. Was gibt's denn da Schönes? Projektor benutzen. Einlegen. B. Ich muss wahrscheinlich beide einlegen. Ah! Okay. Ich schreibe das mal ganz kurz ab. 0, 1, 2, 3. Das ist eigentlich nicht so schlimm. 0, 4, 6, 7. 8, 9, A, B, C, D, E, F. Das ist halt die Anordnung der Sitze. Etwas, das über dem Bild der Sitze steht etwas, ja. Gut, ist in Ordnung. Habe ich verstanden. Ah, wir haben die Systemdisk gekriegt. Sehr geil, sehr, sehr geil. Ja, Mikrofilmbild. Das Bild entsteht durch Aufeinanderlegen von A und B. Nummern sind auf den Sitzen des Konferenzraums zu sehen. So. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich werde jetzt auch wieder getrennt durchrennen. I'll check it out. Roger. Ich glaube, ich renne jetzt mit jedem einzeln durch diesen Raum. Es ist mir sicherer tatsächlich, auch wenn das vielleicht ein bisschen mehr Zeit kostet, aber ich will keine Munition an diesen Viechern verschwenden. Echt nicht. Die sind richtig nervig. So, den haben wir schon mal. Das ist das einzig Gute, dass die tatsächlich auch den Raum nicht verlassen können. Also im Remake von Teil 1, da können die ja auch durch Türen latschen, die Zombies. Wobei das hier nicht unbedingt ein Zombie ist. Okay, und mit dem machen wir das Gleiche. Und ich überlege gerade, was können wir jetzt eigentlich als nächstes machen? Ja, in den Vorlesungsraum, ne? Genau, und das Rätsel da lösen. Und dann ist ja eigentlich fast schon mal wieder eine Speicherung angebracht, würde ich sagen. Hi. Zum Glück ist der Flur echt breit genug, dass man den hier gut austricksen kann. Da bin ich echt froh drum. Ah. Okay. Dann. Come on. Ja. Genau, komm du mal mit.
Da liegt die Pistole noch auf dem Boden. Ich überlege gerade, ob hier noch irgendwas liegt, was wir jetzt gebrauchen können. Liegt die andere Pistole, der Granatwerfer. Den nehme ich mal. Habe ich noch Platz überhaupt? Ja, den nehme ich mal eben mit und lade den mal. Denn. Nein. Den kann ich mal eben Billy geben, denke ich. Moment. Andersrum, wir tauschen das aus. Sehr gut. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich sollte mir eine Pistole wieder mitnehmen. Welche ist eigentlich egal, oder? Ich glaube, es ist wurscht, welche ich nehme. Und das Fahrband sollte ich mitnehmen, weil wir in einem anderen Raum vielleicht mal speichern können. Nehmen wir das Fahrband noch mit. Sehr gut. So. Sehr, sehr gut. Moment, das austauschen. Gegen die. Ich brauche eigentlich nur 15. Na egal. Kombinieren. Ja. So laufen wir jetzt erstmal weiter. Ich werde ja gleich die Systemdisk los. Also hier speichere ich jetzt noch nicht. Wir können ja auch in dem Vorlesungssaal speichern. Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, Räume, in denen eine Schreibmaschine steht, die sind eigentlich grundsätzlich, glaube ich, nicht gefährlich, oder? Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich glaube, es gab nie in einem Speicherraum einen Gegner. Also korrigiert mich gerne, wenn ich da jetzt falsch liege. Aber ich glaube, immer da, wo eine Schreibmaschine steht, nicht unbedingt eine Truhe, aber eine Schreibmaschine, ich glaube, da gibt es keine Gegner. Okay, im Remake von Teil 2, da ja, in der Haupthalle, da gibt es auf jeden Fall, doch, da ist es so. Aber ich weiß, in den Classic-Teilen, ich glaube, da ist man normalerweise sicher. Wobei das hier also auch kein Classic-Teil ist, aber egal. So, dann schauen wir mal. Wir geben jetzt mal hier dieses System-Disk ein. Ich stotter schon hier. So, now loading. Brauchen wir jetzt ein Passwort? Ich hoffe nicht. Zugriff abgeschlossen. Freigabesystem aktiviert. Das ist schon mal gut. Okay, Code OA. Oder 0A. 0A heißt das wahrscheinlich. Das sind die beiden Tische. Okay, OA. Ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist. Keine Eingabe in der Nähe. Nee. Also 0A. Ja, jetzt, genau. Jetzt leuchten nämlich die ganzen Tasten hier. 0, wissen wir jetzt, der ist hier oben. Das ist die 0. Ja, wenn wir uns das mit der Zeichnung abgleichen, die wir enthalten haben, das ist die 0. Da drücken wir jetzt mal drauf. So, und A ist hier unten. Ach. I'll go. Okay. Gut. Da stellen wir uns hin. Das finde ich eigentlich ganz cool, diese Rätsel, wo man zu zweit sein muss. Halt, diese hier. Das müsste A sein. Genau, das müsste A sein. Okay. Drücken. Wechseln. Und drücken. Und, was passiert? Oh, die Schwertertüren öffnen sich. Und da gibt es ein paar von. Ja, an drei Stück könnte ich mich jetzt auch spontan erinnern. Eieiei, jetzt haben wir aber einige Räume. Jetzt haben wir tatsächlich einige Räume. Und dann ist die Frage, mit welchem fangen wir an? Da sollten wir auf jeden Fall erstmal speichern. Das mache ich jetzt auch. Es ist mir jetzt gerade sicherer. Machen wir ruhig hier oben, ne? Ja, Datei überschreiben. Billy Tatsache jetzt mal abgespeichert. Das ist ja eigentlich scheißegal, wer abspeichert, ne? Das ist ja wurscht. Konferenzraum, sehr schön. So. So, wir haben noch Platz. Und was. Ja. Oh Gott. Ja. Also drei Sachen. Wir haben einmal von der Haupthalle aus, das wäre da unten, da können wir nach draußen gehen. Da geht's, glaube ich, nicht ursprünglich, da geht's dann später auch weiter, aber noch können wir da, glaube ich, nicht viel tun. Dann gibt's in dem Wurmraum, wo ist denn der? Da ist der Wurmraum. Da oben können wir lang. Das ist ein etwas größerer Bereich. Und dann gibt's ja aus diesem Raum aus, da hinten, das sind auch noch ein paar Räume. Das scheinen nur zwei Räume zu sein. Das heißt, dann würde ich doch in diesem Raum auch starten.
Dann gucken wir uns das doch mal an. Von hier aus, wie gesagt, sind das nur zwei... zwei Räume hinter dieser Schwerttür. Und da wollen wir mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Jetzt haben wir, glaube ich, aber auch alle Türen geöffnet, ne? Ich glaube, es gibt doch... oder? Gibt es noch eine verschlossene Tür? Ich weiß nicht. Wir gucken uns jetzt erstmal diese drei Räume nach und nach an. Ich mag das Design der Türen irgendwie. Die Muster und so, ist cool. Gefällt mir. Die Schließmechanismus finde ich übrigens auch cool mit diesen Schwertern. Ach, ich höre wieder was. Na komm, den einen ballern wir mal so weg. Okay, da hat er den Kopf verloren. Ich höre ihn schon. Wenn ich ihn sehe, schieße ich drauf. Sie hätten gerade anvisiert. Also Auto-Aiming haben wir hier, was ich sehr gut finde. Na? Wie lange brauchst du denn? Oh, voll, Wurge! Scheiße, du Sack! So ein Arsch! So ein Arsch! Das ärgert mich jetzt gerade tierisch. Da ist eine Tür, da ist noch eine Tür. Die Kerze ist zwar alt, aber die Flamme brennt hell. Aha. So, was sagt denn die Karte? Ja, zwei unterschiedliche Räume. Ich nehme erstmal die kleine Tür, glaube ich. Mist. Das ist gemein. Manchmal, wenn der Headshot nicht klappt, dann greift er halt direkt danach an. Da hat man keine Möglichkeit, nochmal zu schießen. Okay, er ist umgefallen. Das ist schon mal gut. Er scheint auch nur der eine Zombie zu sein. Okay, jetzt ist er anscheinend wirklich hinüber. Ich habe nicht mal gesehen, aber ich habe ihn erschossen. Finde ich gut. So, was haben wir denn da? Ein alter, verstaubter Spiegel. Ihr Gesicht spiegelt sich nicht einmal darin. Mhm. Das liegt aber eher, glaube ich, an dem Spiel und nicht an dem Spiegel. Das Untersuchungsbett eines Arztes. Die Laken sind voller Blut. Hi! Na, na, oh Mann! Jetzt kann ich echt schon wieder richtig Energie gebrauchen. Wieso hat der sich nicht bemerkbar gemacht, der Sack? Okay, das sind blaue Kräuter. Was ist das? Sieht aus wie eine Art Chemikalie. Ins Mischset geben. Ja. Sie haben die grüne Chemikalie ins Mischset gegeben. Aha. Weil da findet sich eine grüne Chemikalie. Anscheinend hat sie eine neutralisierende Wirkung bei Giften. Na gut, ist ja nicht verkehrt. Nimm mal mit. So, jetzt haben wir hier blaue Kräuter. Ich weiß gar nicht, ob ich die so geil finde, aber... Da ist ein Erste-Hilfe-Spray. Komm, das fressen wir jetzt erstmal. Ganz ehrlich, das fressen wir jetzt. So. So. Auf dem Regal stehen Medikamente. Sie sind zu alt und damit nutzlos. Aha. Sieht aus wie eine Art... Ach, das hatte ich ja gerade. Nein. Habe ich ja schon. Aber da liegt doch noch... Ich dachte, da liegt noch... Es sah aus, als würde da noch Gewehrmunition liegen. Okay, ja, dann nehme ich jetzt halt noch die blauen Kräuter mit. Soll ich gleich beide mitnehmen? Ich weiß nicht. Der Raum war ziemlich nutzlos, kann das sein? Also irgendwie... Habe ich hier nur Munition verschwendet? Und das war's. Boah. Ja gut, die Chemikalie war wahrscheinlich notwendig. Die werde ich wahrscheinlich für irgendwas brauchen. Hat Billy noch Platz? Kann ich dir was abgeben? Nee, du hast keinen Platz. Das ist schade.
Na gut, ich habe ja noch einen freien, falls wir alle Stricke reißen sollten. Wir haben ja den großen Raum noch, den möchte ich mir auch noch angucken. Das ärgert mich gerade, dass ich den einen Zombie nicht gesehen habe, ne? Oh, Mann. Aber sie hat noch nicht anvisiert. Zumindest nicht sofort. Okay, was haben wir denn hier drin? Oh, ich hoffe nicht in den Raum mit so einem Scheißviech. Das kann ja auch noch passieren, ne? Okay, sie visiert nichts an. Das ist schon mal gut. Den nehmen wir mal mit. Ich höre immer Windgeräusche. Irgendwie muss die Tür offen sein. Aha. Oh, ein Schachrätsel. Geil. Wie war denn das? Ein Schachspiel. Die Partie endete scheinbar schachmatt. Ah, muss ich das wahrscheinlich auf das große Schachbrett übertragen? Muss ich mal kurz. Ich schmal mir das mal eben kurz auf. Moment. Ja, ich brauche hier ein bisschen Platz. Ich habe zu wenig Zettel hier. So, das ist das. Ich mal mir mal kurz eine kleine Skizze. Das ist das Schachbrett. Da der König. Mache ich mal so. Turm. König. Turm. Und da ist ein Bauer. So, und okay, jetzt muss ich mal gucken, das hier ist halt schwarz und das ist schwarz und die anderen sind weiß. Das muss ich wahrscheinlich genauso anordnen, denke ich mal. So, ist hier noch mehr in dem Raum? Ist das so ein Zettel, den ich lesen kann? Nö. So, der steht schon mal richtig. Das steht fast alles. Nee, der König steht falsch. Moment. Der König. Ja, der kann aber gar nicht nach da, weil. Okay, ich muss erstmal den zur Seite packen. Oh, fuck. Wir müssen raus. Das war jetzt schlecht, ne? Geil, ne? Ich darf anscheinend nur den König bewegen. Jetzt sind übrigens die blauen Kräuter weg. Geil. Okay, jetzt wissen wir auch, warum wir blaue Kräuter gekriegt haben. Also, wenn wir nur den König verschieben dürfen. Da muss ich ihn einmal komplett rumschieben, oder was? Ja. Okay. Die stehen alle richtig bis auf den König. Das heißt, ich muss den. Okay, ich hoffe, das klappt dann aber auch. Okay, das geht tatsächlich. So. Ja. Ich darf nur den König verschieben. Ich hätte jetzt einfach gesagt, ich schiebe den Turm zur Seite, wisst ihr, und dann hätte ich auch den König da lang schieben können. Wäre einfacher gewesen. Aber anscheinend. Na, ein Stückchen noch. Na gut, dann müssen wir es so. Aber nee, eigentlich musst du noch ein Stück nach links. Jetzt nach rechts. So. Und dann nach vorne. Dann haben wir die Schachmatt-Situation. Wer hat denn in seinem Büro bitte so ein riesen Schachspiel? Und dann das als Mechanismus für irgendwie einen Tresor oder so getan. Das ist irgendwie schon krank. Aber ich meine, ich mag so große Schachspiele, das ist cool. Habe ich im Freibad früher gerne mal gespielt. Mit so großen Schachspielen. Da hatten sie öfter mal eins. Oh, das sind die anderen Flügel drin. Sehr, sehr geil. Wo war das jetzt? Hier im Schreibtisch? Wo war denn das? Ja, ne? Ey, du bist aber auch manchmal. Rebecca, kannst du nicht einfach an den Tisch gehen? So. Richtig, das sind die Flügel des Bösen jetzt wahrscheinlich. Buch des Bösen, nehmen wir mit. Da können wir reingucken. Moment, hier ist noch was. Sehr schön. Markus Tagebuch. 4. Dezember. Geschafft, der neue Virus. Wir haben ihn Progenitor genannt. Am liebsten würde ich sofort detaillierte Untersuchungen anstellen. 23. März. Spencer möchte ein Unternehmen gründen. Ach, das Spencer-Anwesen, falls ihr euch erinnert, ne? Mir soll es egal sein, solange ich meine Progenitorarbeit fortsetzen kann. Er kann tun, was er will.
19. August. Spencer bittet mich ständig, die Ausbildungsstätte seines Unternehmens oder neuen Unternehmens zu leiten. Genau, Dr. Marcus, richtig. Vielleicht ist es wegen des Unternehmens, doch er wird immer aufdringlicher. Ja. Könnte ich das Ganze zu meinem Vorteil nutzen? Um alle Geheimnisse des Virus zu erforschen, brauche ich eine besondere Anlage. Ein Ort, an dem ich ungestört bin. 30. November. Zur Hölle mit Spencer. Heute hat er sich wieder mal bei mir beschwert. Er hält Progenitor nur für ein Mittel zur Geldbeschaffung. Was für ein Narr. Such a fool. Sollte sein Einfluss größer werden, wird meine Arbeit darunter leiden. Um Progenitor richtig entwickeln zu können, muss ich meine eigene Position stärken. 19. September. Endlich! Es ist mir gelungen, auf der Basis des Progenitor einen neuen Virus zu schaffen. Das Geheimnis liegt in der Kombination mit Egel-DNA. Ich nenne diesen neuen Virus T für Tyrann. Mhm. So geht's nicht weiter. Experimente mit Ratten bringen einfach keine wirklichen Erfolge. Die einzigen geeigneten Säugetiere für meine Experimente sind Menschen. Sonst werde ich niemals Fortschritte machen. 15. November. Jemand scheint meine Experimenten auf der Spur gekommen zu sein. Oder bilde ich mir das nur ein? Nun, sollte jemand zu nahe kommen, könnte diese Person bei mir meiner Forschung helfen. Aha. 13. Januar. Endlich sind sie reif, meine wunderbaren Egel. All diese Minderbemittelten werden niemals ein solches Glücksgefühl und solche Zufriedenheit verspüren. Jetzt kann ich endlich gegen Spencer vorgehen. Bald habe ich das Sagen. 31. Januar. Den Sicherheitsgerät zufolge gab es einen Eindringling. Anscheinend hat jemand nach T und meinen Egeln gesucht. Narr. Zweifellos die Arbeit von Spencers Team. 11. Februar. Heute fand ich am Laboreingang erneut Hinweise auf Eindringlinge. Wenn sie hinter dem Virus her sind, muss ich sie irgendwie loswerden. Vielleicht sollte ich William und Albert bitten, das Übel auszuräuchern. Sie sind die einzigen, denen ich vertraue. Und meinen geliebten Egeln natürlich. Aber Spencer, das Problem wäre damit nicht gelöst, oder? In den nächsten Besprechungen werde ich Tee präsentieren und meine Belohnung einfordern. Okay, also wissen wir, dass der Tee-Virus auf Dr. Marcus allein zurückzuführen ist. Sehr cool. Ist hier eigentlich noch was? Ich sehe das gerade. Kann ich da noch hin? Oh, guck, oh, ich hätte das hier fast übersehen, Leute. Ich hätte das fast übersehen. Dass hier noch so ein kleiner Abstellraum ist. Was ist das? Das kann aber Billy tragen. Beziehungsweise ich kann auch mal eben tauschen. Oh, das können wir mal eben untersuchen. Stimmt, da sind ja die Flügel drin. Ja, Buch öffnen. Tada! Ein einzelner Flügel. Ist irgendwie voll hohl. So, und den können wir mal eben... Nein, tauschen wir die mal eben aus. Austauschen gegen das Farbband. Genau. Und dann nimmst du es mit. Sehr schön noch. Wir haben reichlich Farbband mittlerweile. Kann ich hier noch was machen? Ein großer Globus. Er scheint ziemlich kaputt zu sein. Tja. Okay, dann können wir jetzt ja tatsächlich das Wagenrätsel auch lösen. Hm, oder sollen wir uns erstmal die anderen Räume angucken? Ich weiß halt nicht, was wir jetzt zuerst machen sollen. Da lang, ne? Nee, da lang. Tja, das ist jetzt echt die große Frage. Was machen wir zuerst? Also ich werde auf jeden Fall das Einsetzen der Flügel machen. Wahrscheinlich kommen wir da noch nicht weiter, aber... Hm. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten natürlich. Ob ich erstmal die ganzen Schwerttüren abklappe und dann nach unten gehe in den Keller? Ich glaube, das ist besser, oder? Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Also, auf jeden Fall muss ich da hin. Ich habe keinen Platz mehr. Ich muss die mal kurz ablegen. So, und dann gehen wir da hin. Nein! Jetzt liegen die genau hier vor meiner Nase. Ich glaube es nicht. So. Ja. Die linke hätte ich gern. Genau. Tada. Ach guck mal, hat sie direkt weggemacht und wieder reingesetzt. Nee. Wieder einsetzen und dann müsste jetzt die Tür aufgehen. Mhm. Ja, ich weiß. Ach so, ich muss das von Hand wieder einsetzen. Zack.
Tada. Und das wusste ich noch. So, jetzt ist die große Frage. Wo gehe ich zuerst hin? Erstmal nehme ich die Farbbänder wieder mit. Ich könnte natürlich jetzt auch da unten erstmal lang gucken und... Ah, ich weiß es doch auch nicht, Leute. Was mache ich jetzt zuerst? Ah, was sagt denn die Karte? Da, ich habe da noch keine Karte für den Bereich, ne? Ne, habe ich nicht. Ich könnte mal eben da rausgucken und wie gesagt, ich könnte halt da lang. Da ist die Tür aber noch zu, sehe ich gerade. Das bringt mir gar nicht so viel. Wahrscheinlich muss ich echt erstmal da unten lang. Dann gehen wir jetzt erstmal unten lang. Die anderen Türen können wir uns immer noch angucken. So. Ist die Frage, vielleicht lasse ich noch irgendwas hier im Hauptsaal, bevor ich da jetzt runtergehe. Vielleicht die Farbbänder oder so. Da ist noch eine Pistole. Soll ich die vielleicht mitnehmen? Ich lasse die mal hier. So. Guck mal, was du so dabei hast. Oh, du hast die ganzen guten Waffen dabei, ne? Ey, ganz ehrlich, dieses blöde Jagdgewehr, ne?